Wir haben noch einen brillanten Redner heute hier, und zwar den Jörg aus Dessau. Jörg, wir freuen uns auf deinen Beitrag. Die Wende, die keine richtige Wende war. Mein Leben leben und das Beste aus der Situation machen war und ist meine Aufgabe. Ich habe nur ein Leben und das will ich frei und unbestimmt leben und nicht von einem Staat missbraucht werden, der sich nicht für meine Probleme interessiert. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und alle, die mich kennen. Ich versuche immer, bestimmte Sachen aus einem ganz anderen Blickwinkel darzustellen. So auch den ganzen Umbruch, was passiert ist. Die Ereignisse in der DDR als Wende zu bezeichnen, ist nicht so die korrekte Bezeichnung, würde ich sagen. Wir wollten keine Wende in dem Sinne. Wir wollten die Regierung loswerden und einen Neuanfang beginnen und eine Chance haben, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und was haben wir bekommen? Eine BRD mit Ostanhang, der keine Möglichkeit hatte, das mit einzubringen, wofür er auf die Straße gegangen ist. Wo war der runde Tisch? Und das neue Forum im neuen Deutschland einfach nicht mehr da, weil die Parteien die Neuausrichtung der DDR gekapert hatten und so sichergestellt wurde, dass alles beim Alten bleibt. Kein Kurswechsel, keine neuen Wege der Gestaltung der Republik, keine Selbstbestimmung, sondern ein Verlust einer Verfassung, die wir hatten, und der Installation eines Grundgesetzes, das eine westliche Besatzungsmacht erstellt hatte. Das ist weder eine Wende noch eine Wiedervereinigung. Das ist in meinen Augen eine feindliche Übernahme, beschlossen von zwei Siegermächten aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Das Monopol der Informationen in der DDR wurde durch das Westfernsehen gebrochen. Und das ist heute der Teil, den die alternativen Medien wahrnehmen. Genau aus diesem Grund wird alles verfolgt, was gegenteilige Informationen liefert zum Mainstream. Ich behaupte, die Grenzöffnung begrüßten die meisten Menschen in der DDR. Wie es danach weitergehen sollte, spaltete die Bevölkerung eigentlich in zwei Lager. Ein Anschluss an die BRD war für die meisten ein logischer Schritt, aber die Frage war, wie. Das Grundgesetz der BRD bot zwei Möglichkeiten, Artikel 23 oder die saarländische Variante. Also sofortiger Wirtschafts- und Währungsunion oder das saarländische Modell mit staatlicher Eigenständigkeit und Niveauausgleich über Jahre und dann den Beitritt. Das war bei den ersten Wahlen nach der Wende die Frage, die beantwortet werden musste, und zwar von den Bürgern der DDR. Die Entscheidung ging knapp aus, 51,3 zu 48,7% der gültigen Stimmen entschieden sich leider für Artikel 23, sofortige Wirtschafts- und Währungsunion. Ich persönlich fand es schade, da der DDR die Möglichkeit genommen wurde, den Vereinigungsprozess aktiv mitzugestalten und so einen Teil der DDR-Identität in den neuen Staat einzubringen. Das ist meiner Meinung nach ein Hauptgrund für die Probleme zwischen Ost und West. Wir wurden nie als selbstständig und gleichwertig anerkannt und immer vom Westen dominiert. Das führte, ob es uns bewusst ist oder nicht, zur heutigen Situation, da die 40 Jahre eine andere Prägung verursacht haben, vor allem ein anderes Verständnis zu Russland und ein echtes Demokratieverständnis. Für uns bedeutet Demokratie immer noch die Mehrheit, bestimmt das gesellschaftliche Leben und die Regeln des Zusammenlebens und nicht eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, die noch nicht einmal 5% der Bevölkerung ausmachen, wie die LGBTQ-Bewegung oder der Schwachsinn mit dem Gendern, den 85% der Menschen ablehnen. Die uns aber vorschreiben wollen, wie wir sprechen und leben sollen. Die ersten freien Wahlen sind ein profundes Beispiel dafür, wie Demokratie in der DDR gelebt wurde. Wir, die 48,7%, die eine Vereinigung wie im Saarland wollten,
haben akzeptiert, dass wir nicht die Mehrheit waren. Wir waren nicht froh darüber und wir kämpfen bis heute für eine gerechtere Welt, wo wir als DDR-Bürger auf Augenhöhe und Gleichgestellte in diesem Land akzeptiert werden. Nicht wie die ungeliebte Verwandtschaft, die aus rein wirtschaftlichen und politischen Gründen nur geduldet wird, weil es geopolitisch vom Vorteil ist. Frau Simonyan, die Chefin von RT, hat die Situation in Deutschland sehr treffend bezeichnet. Im Osten leben Deutsche, im Westen deutschsprachige Amerikaner. Was wir wollen nach der Wiedervereinigung war, dass Artikel 146 des Grundgesetzes durchgesetzt wird und das Vereinigte Deutschland sich eine eigene Verfassung gibt und das Grundgesetz ungültig wird und abgeschafft wird und Deutschland wieder souverän wird und nicht bloß eine Verwaltungseinheit eingesetzt von den Siegermächten. Dass es mit der DDR immer weiter bergab ging, konnte man schon in den 70er Jahren wahrnehmen. Grundnahrungsmittel gab es immer und in ausreichender Menge, aber viele Produkte, die nur über die Wiesen ins Land kamen, wurden zur Mangelware. Südfrüchte, Kakao, Luxusartikel, bestimmte Konsumgüter. Das führte zur Anhäufung von Unmengen an Geld, das gespart wurde, um Autos, Farbfernseher und andere Luxusgüter zu kaufen. Auch der Wunsch, frei reisen zu dürfen, wurde absolut eingeschränkt, was die Unzufriedenheit weiter erhöhte. Die Maßnahmen zur Sicherung des inneren Friedens kamen bei den Bürgern nicht gut an. Zensur in Funk und Fernsehen, Beschneidung der Rechte von Künstlern führten zu einer sprachlichen Parallelwelt, die man in vielen Texten von DDR-Bands heute noch hören kann. Es stärkte aber auch das Verstehen des Nichtgesagten und das Lesen des Nichtgeschriebenen zwischen den Zeilen. Diese Fähigkeit ist bei den Menschen, die im Westen groß geworden sind, leider nun, ich sag's mal milde ausgedrückt, rudimentär ausgebildet. Das ist meiner Meinung nach der große Nachteil, den viele Menschen im Westen haben. Nach der großen Euphorie der Wende trat schnell die Ernüchterung wieder ein. Das klare Denken gewann die Oberhand und man stellte schnell fest, dass die DDR nur ein neues Etikett aufgeklebt bekommen hat. In ihrer grenzenlosen Selbstüberschätzung wollten sie es nicht wahrhaben, dass sie in der BRD genauso wie in der DDR manipuliert und betrogen wurden, eben nur von einem anderen politischen System. Alle im Westen regen sich über den Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR auf. Aber im Westen hatte das Ding nur einen anderen Namen, nämlich Sozialkundeunterricht. Ja, korrekt. Jedes System hat das Recht, für sein System Werbung zu machen. Ja. Denn so prägt man die Menschen in diesem System. Die Menschen in der DDR haben das realisiert, die im Westen bis heute nicht und verhalten sich aus diesem Grund so irrational, dass es für uns schwer nachvollziehbar ist. Wer das leugnet oder immer noch nicht begreift, kann sich gar nicht dagegen zur Wehr setzen, was das Verhalten vieler Westdeutscher erklärt. Ja, sehr gut. Sie sind sich nicht bewusst, vom System manipuliert und amerikanisch geprägt worden zu sein. Da hat das Bildungssystem in der DDR ganze Arbeit geleistet. Wie so vieles andere, was eine reelle Chance verdient, heute ins neue Deutschland gerettet zu werden. Das Schulsystem und die medizinische Versorgung, die staatlich waren und nicht privat, um Profit zu machen. Wie so vieles andere, was nicht in private Hand gehört, wie Energieversorgung und Verkehrswesen. Die Wende nach Artikel 23 führte zur jetzigen Situation in ganz Deutschland und besonders im Osten. Die Menschen erkennen die wahren Freunde und die wahren Feinde. Die USA ist nicht der selbstlose Freund und die Russische Föderation nicht der gnadenlose Feind. Vieles ist Propaganda und das erkennen die Menschen im Osten früher als die im Westen. Wenn ich mich mit Arbeitskollegen unterhalten habe, ich rede jetzt von Arbeitskollegen im Westen, wurde oft schnell klar, dass sie keine wirklichen Argumente mehr hatten, wenn es um politische oder geschichtliche Themen ging, außer die der offiziellen Propaganda. Das ist wie heute.
wenn man mit einem von den Grünen oder einer anderen Blockpartei diskutiert. Es wurde über die DDR hergezogen und mir all der Unsinn unter die Nase gerieben, der weder der Realität noch ansatzweise der Wahrheit entsprach. Aber die Fähigkeit zuzugeben, dass das, was ich vorgebracht hatte, zu überdenken wäre und in Erwägung zu ziehen, dass vieles von dem, was ich sagte, doch der Wahrheit entsprechen könnte, kam für Sie nicht in Frage. Auf diesem Niveau kann man keine wirkliche Diskussion führen, wie in der jetzigen Zeit, wo nur das richtig ist, was die Staatsmedien propagieren. Alles andere ist Fake oder Putin oder AfD-Propaganda. Ich war mit vielen in der DDR nicht einverstanden. Dennoch war ich in vielerlei Hinsicht ein glücklicherer Mensch als heute. Das ist etwas, die etwas schlechteren finanziellen Möglichkeiten und die eingeschränkte Freiheit zu reisen und die permanente Überwachung sind bei Weitem nicht ausreichend, um die DDR als absoluten Unrechtsstaat zu bezeichnen. Beim genauen Hinsehen finden sich im heutigen Deutschland genug Beweise, dass dieses Land keinen Deut besser ist. In mancher Hinsicht sogar noch schlimmer, weil die Methoden viel weitreichender und perfider sind und es ist uns weniger bewusst ist. Das Leben in der DDR war einfacher, aber nicht schlechter. Der Sozialneid war gering ausgeprägt, das Gesundheitswesen funktionierte auf etwas niedrigem Niveau, viel besser als das jetzige. Die Mieten verschlangen nicht den Großteil des Einkommens und die Familienpolitik war es, um es gelinde auszudrücken, aus einem ganz anderen Universum. Warum soll ich also eines dieser beiden Staaten priorisieren? Mein Leben leben und das Beste aus der Situation machen war und ist meine Aufgabe. Ich habe nur ein Leben und das will ich frei und unbestimmt leben und nicht von einem Staat missbraucht werden, der sich nicht für meine Probleme interessiert und in einem sinnlosen Krieg geopfert zu werden, der nicht mein Krieg ist. Wie 80% in diesem Land bin ich für Frieden und werde vom Staat aus diesem Grund zu einem Rechtsradikalen und Nazi erklärt, weil ich durch meine soziale Prägung in der DDR ein anderes Verständnis für die Interessen der Russischen Föderation habe, die nicht der gängigen Staatspropaganda entsprechen. Da lobe ich mir die DDR, da war ich wenigstens nur ein Konterrevolutionär. Diese Regierung setzt alles dafür ein, dass die Menschen in diesem Land entrechtet, unterdrückt und bevormundet werden bei Strafe ihres Untergangs. Was man am Bruch des 2+4-Vertrags sehen kann, die Stationierung ausländischer Truppen auf dem Territorium der DDR ist ein klarer, schwerwiegender Bruch des Abkommens. Wo ist da das Verständnis für Demokratie, wo doch 80% der Menschen in diesem Land Frieden wollen? Das ist ein Bruch eines Abkommens, das die Wiedervereinigung in Frage stellt. Kein Zeichen von Weitsicht und Friedensliebe. Es ist eher ein Zeichen von Dummheit, Arroganz, Selbstüberschätzung und Missachtung jedweder diplomatischer Verträge und Gepflogenheiten und dem Willen der Menschen in diesem Land. Die Frage, in welchem Land ich mich sicherer und freier gefühlt habe, ich glaube, ich habe das klar beantwortet. Dieses neue Deutschland habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und es wäre anders, wenn wir uns wie das Saarland wiedervereinigt hätten und wir danach unsere eigene Verfassung nach Artikel 146 Grundgesetz gemeinschaftlich auf Augenhöhe erarbeitet hätten. Ja, dann wäre es eine echte Wende in der deutschen Geschichte gewesen und wir würden wirklich frei und unbestimmt durch andere sein. Daher auch die Überschrift von meinem, was ich hier vorgetragen habe, die Wende, die keine richtige Wende war. Ich danke euch allen.